Herzlich willkommen auch wieder zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Komm zu Jesus, da findest du Ruhe und Frieden. Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Und zwar in Matthäus 11, Vers 27, da steht, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Wenn du Sorgen und Nöte mit dir herumträgst, dann bist du bei Jesus richtig. Ja, genau. Und wir können auch nur ermutigen, weil wir Jesus haben. Das ist die beste Ermutigung. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Heute wissen oder erleben. Schreib uns dein Gebetsanliegen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Wissen oder erleben. Wir wissen so viel. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Was gibt's da? Lieder und Formulierungen. Ich weiß, es gibt einen großen Gott. Ich weiß, Israel ist schön und so weiter und so fort. Ich weiß und ich weiß und ich weiß. Das Wissen allein hilft uns nichts. Wir müssen es auch erleben. So wie man Israel nicht nur wissen sollte, sondern auch erleben sollte, weil das ein ganz anderes Erlebnis ist, wie wenn ich nach Mallorca oder sonst wohin gehe. So ist es aber noch viel mehr, Gott zu erleben. Und ein Mensch, der einmal Gott erlebt hat, der bleibt ziemlich sicher sein ganzes Leben mit Gott in Verbindung. Wenn ich es aber nur weiß, dann weiß ich auch von anderen Göttern. Ich weiß auch, was noch so schön ist. Ich weiß Alternativen. Ich weiß. Und ich habe gehört, ich sage dir, entscheide dich wirklich zu erleben. Und das Erleben ist was viel, viel Schöneres. Wie viele Dinge haben wir in unserem Leben schon erlebt, wo wir sagen, da kann mich keiner mehr davon abbringen. Ich weiß, das ist so und das ist so und das war schön und das will ich nie missen. So ist es auch mit unserem Gott. Erlebe ihn. Habe richtig Hunger, Gott zu erleben. Du sagst, wie macht man das? Ich sag dir, bete zu Gott, öffne dich und sag, Gott, zeige du mir mein Leben, zeige du mir die schönen, wunderbaren Dinge im Leben und zeige du mir, wo die Felsen liegen. Das ist Gott erleben. Wenn er sagt, stopp, nicht weiter und du sagst, wow, hätte ich jetzt nicht gesehen. Das ist wirklich Gott erleben. Danke, Herr, dass wir dich erleben dürfen, dass du es möchtest und dass du uns so nah sein möchtest. Und durch den Heiligen Geist in uns ist das möglich. Danke, Herr, dass wir Wunderbares mit dir erleben und jeder Einzelne, der Hunger hat danach, Herr, sei ihm ganz, ganz nahe. Danke, Herr. Amen. Amen. Und Jesus hat schon so vielen Menschen geholfen und deshalb beten wir. Und das wollen wir auch heute tun. Eine Frau schreibt uns wegen Gebet für ihre Ohren. Hallo ihr Lieben, bitte um Gebet, um Heilung meiner Ohren. Es wurde eine Schwerhörigkeit festgestellt. Bitte um wieder perfektes Hören. Vielen Dank. Jesus, ich danke dir, dass du diese Person kennst, die da mit den Ohren Probleme hat. Danke, Jesus, dass diese Ohren wieder hergestellt werden in deine göttliche Schöpfungsordnung. Danke, dass du diese Ohren auftust und dass diese Person wieder wunderbar hört, so wie du es geschaffen hast. Danke, Jesus. Und all die anderen Menschen, die mit den Ohren Probleme haben, danke Jesus, dass du eingreifst, dass du ein Gott bist, der jeden kennt und dass du ein Gott bist, der Wunderbares tun kann. Und wir glauben daran und wir vertrauen dir, Jesus, dass du eingreifst, dass du jedes Ohr jetzt gerade berührst, wo Probleme hat und wo Nöte sind. Danke Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau bittet für ihren Mann um Gebet. Mein Mann ist sehr krank. Lunge, Bronchien und Parkinson. Die Atmung fällt ihm schwer. Ich möchte ihn nicht verlieren. Meinen ersten Mann habe ich an Krebs verloren. Ich bin so unglücklich, dass mir schon wieder so viel Leid widerfährt. Bitte beten Sie um Heilung für meinen Mann. Ich bin in Gefahr, den Glauben zu verlieren, schreibt sie. Und da wollen wir doch beten, dass
Jesus ihr neue Kraft gibt. Danke, Jesus, dass du diese Frau kennst, die so verzweifelt ist, und dass du ihr wieder Zuversicht und Mut gibst. Danke, Jesus, für ihren Mann, den du berührst, und ich danke dir, dass du wirklich seine Lunge, seine Bronchien und auch den Parkinson berührst. Danke, Jesus, dass wir dir das alles in deine Hände legen dürfen und dass du ein Gott bist, der heilt und der hilft. Und wir danken dir einfach, dass du diesen Mann wiederherstellst. Danke, Jesus, dass alle Krankheitsmacht entmachtet ist in seinem Leben. Wir danken dir dafür, Jesus, dass du eingreifst. Danke. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn wir für dich beten dürfen. Die Infos sind eingeblendet. Und ein Mann schreibt uns folgendes Gebetsanliegen per E-Mail. Bitte betet, dass meine Schlafstörungen und Unruhe mich verlassen müssen und dass ich wieder meiner Arbeit nachgehen kann. Ja, danke, Herr. Danke, Herr, dass du Herr bist, auch Ruhe schenkst, Herr. Und diese Schlafstörungen, Herr, auch das Ganze, was im Kopf rumgeht, das Ganze, was im Körper Unruhe ist, Herr, wir befehlen deine Ruhe hinein. Wir befehlen, Herr, einen gesunden Schlaf, eine gesunde Atmung und einen erholsamen Schlaf. Ich danke dir dafür, Herr, dass du wunderbar eingreifst. Herr, komm mit deinem himmlischen Frieden auch in diese Person hinein. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und eine besorgte Mutter bittet um Gebet für ihren Sohn. Sie schreibt folgendes. Mein Sohn hat ein Alkohol- und Drogenproblem. Jetzt hat er auch noch seine Arbeitsstelle verloren. Ich bete schon lange für seine Errettung. Danke für das Mitbeten. Und ein weiteres Anliegen wegen Alkoholprobleme. Bitte betet für meinen Mann. Er trinkt am Wochenende sehr viel und er sieht es nicht ein, dieses Verhalten zu überprüfen oder gar aufzugeben. Danke, Herr. Oh, Herr, danke. Herr, wir sind da ratlos, menschlich, aber Herr, ich danke dir dafür. Schenke du diesen Menschen wirklich Erkenntnis. Erkenntnis und Herr, in erster Linie, schenk ihnen Lösungen, Herr, die sie mit Alkohol lösen wollen, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, begegne ihnen. Herr, dass wirklich die Lösung in dir ist, Herr, dass sie wirklich loskommen von dieser Alkoholsucht und Drogensucht. Ich danke dir dafür, Herr, dass sie sich entscheiden, frei zu werden. Danke, Herr. Amen. Amen. Und immer wieder berichten uns Menschen, wie Gott eingegriffen hat in ihr Leben. Wirbelsäule geheilt, schreibt diese Frau. Ich möchte mich für eure Gebete bedanken. Meine Schmerzen im rechten Bein und die Blockaden an der Wirbelsäule sind verschwunden. Ich kann mich wieder bewegen und habe Kraft. Danke, Jesus, für meine Heilung. Pflegeplatz für Mutter und bessere Beziehungen zu den Kindern. Schreibt eine andere Frau, meine 88-jährige Mutter wurde schwer krank. Ich wandte mich mit der Bitte um Gebetsunterstützung an euch. Sie bekam in einer Klinik beste Behandlung. Danach bat ich Gott um einen Platz in einem Seniorenheim in meiner Nähe. Kurze Zeit später bekam ich einen Platz mit Einzelzimmer, wie sie es gewünscht hat. Alles hat super geklappt. Die Pflege ist prima und sie lebt sich gut ein. Und noch eine Gebetserhörung für einen besseren Kontakt zu meinen Kindern. Sie hat sich erfüllt. Halleluja, nach 5 Jahren. Ich bin so froh. Wie wunderbar, gleich 2 Gebetserhörungen. Und Frieden in der Familie, das ist wirklich etwas Wunderbares. Und eine Gebetserhörung von den Heilungstagen. Ich bat euch an den Heilungstagen für einen Vermieter und seine Mieterin zu beten. Gott hat schon am Sonntag eingegriffen und die beiden haben sich ausgesprochen. Alle Ehre unserem Herrn Jesus Christus und vielen Dank euch. Eine schnelle Lösung, wie schön. Und per WhatsApp schreibt uns eine Frau, was sie erlebt hat.
Lieber Daniel, liebe Isolde, liebes Gebetsteam, ich hatte mir Anfang Juni letzten Jahres die Schulter gebrochen. Ich hatte euch geschrieben und ihr habt für mich gebetet. Vielen Dank dafür. Es ist alles gut geworden. Die Schulter ist vollkommen heil. Ich brauchte nicht operiert werden. Ich bin so dankbar. Wir haben einen so großen und wunderbaren Gott. Und das erfahren wir immer wieder, dass Gott groß ist und wirklich Wunder tut. Ja, so einen wunderbaren, großen, herrlichen Gott haben wir. Und ich bin immer wieder überwältigt, wie vielseitig und vielfältig die Lösungen sind. Nicht nur Heilungen, sondern Lösungen, wie jetzt das mit dem Hausbesitzer und wieder da in Frieden miteinander reden. Das ist so wunderbar. Hast auch du eine wunderbare Geschichte für uns, wo Gott eingegriffen hat? Dann lass es uns wissen. Ja, es ist wunderbar, Gott zu erleben. Und du sagst, ja, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie kann ich wirklich Gott erleben? Du kannst das eine Gebet beten, was viele auch schon gebetet haben. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeige du mir das oder jenes oder führe du mich da rein. Lass mich erleben. Sei hungrig danach. Stell dir mal vor, du gehst in so einen Erlebnispark, du zahlst eine Menge Geld, dass du reinkommst und dann stehst du mittendrin und überall kannst du das und jenes und überall, alles ist kostenlos, was du tun kannst, kostenlos, weil du schon alles bezahlt hast. Und du sagst, ich weiß nicht, die haben Freude, die kommen da freudig raus, ich weiß nicht, soll ich, will ich? Ich sage, greife zu. Im Erlebnispark, das bestimmst du, aber greife bei Gott zu. Er möchte dir begegnen. Ja, das ist wunderbar. Und er möchte dir begegnen. Und wenn du Gebetserhörung brauchst oder wenn wir für dich beten dürfen, dann lass es uns wissen. Die Infos sind eingeblendet und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Und jeden Montag, wenn du es noch nicht abonniert hast, dann geh auf unsere Webseite, kannst du die Ermutigung der Woche bekommen per E-Mail. Und das ist ein kurzen Impuls, kurze Ermutigung mit Beispielen, was man tun kann. Also, wenn du es noch nicht hast, geh gleich auf die Webseite und tu kostenlos dich eintragen für die Ermutigung der Woche. Ja, eine kurze Ermutigung an jedem Montag. Das ist wunderbar. Und wir verabschieden uns für heute und wünschen dir Gottes Segen. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.